Das geheime Vatikanarchiv. Schweinerei eigentlich, ne? Dass diese Teufelsanbeter so eine geheime Bibliothek haben, wo Wissen drin ist. Anscheinend auch über die Menschheitsgeschichte und Dinge, die eigentlich uns alle was angehen. So. Dort unten lagern zum Beispiel neben den kirchlichen Niederschriften auch Schriften über alle wichtigen Ereignisse der Menschheit. Und im Prinzip sind es Dinge, die eigentlich der Menschheit gehören und nicht dem Vatikan. So. Und es werden dort auch die immer wieder viel zitierten satanischen Schriften gelagert. Passt ja zum Vatikan. Aber kommen wir auch einmal zu diesen Schriften, die sich dort angeblich befinden sollen. Zum Beispiel ein Evangelium, geschrieben von Jesus selbst. Er sagte, im Vatikan gäbe es eine Maschine, mit der man in die Vergangenheit sehen und hören könnte. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Das geheime Vatikanarchiv. Miese Vatikan-Recherche von Mythenmetzger. Ich bin gespannt. Ich hab Bock. Daumen nach oben, Kommentärchen, Kanal abonnieren, Aluhut bereitlegen. Und ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Und los. Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, heute widmen wir uns dem geheimen Vatikanarchiv. Ich werde darin natürlich auch ansprechen, was es alles für Gerüchte gibt, was alles darin gelagert sein soll. Aber das Ding heißt nicht umsonst oder hieß geheimes Vatikanarchiv, weil es eben geheim ist, was da drin lagert. Und deshalb gibt es gar nicht so viele verbindliche Informationen, wie einige meinen, sie zu haben. Schweinerei eigentlich, ne? Dass diese Teufelsanbeter so eine geheime Bibliothek haben, wo Wissen drin ist. Anscheinend auch über die Menschheitsgeschichte und Dinge, die eigentlich uns alle was angehen, so. Warum dürfen die darüber entscheiden, wer das sehen darf und wer davon wissen darf und wer nicht? Hä? Warum? Denn es wird nach wie vor streng darauf geachtet, dass nicht zu viel von dem an die Öffentlichkeit gelangt, was es dort an Informationen zu holen gäbe. Und abseits von dem, was darüber erzählt wird, was sich dort befindet, wofür es aber dann nicht wirklich Belege gibt, da schauen wir uns einmal an, was über dieses Archiv tatsächlich bekannt ist. Und glaubt mir, das ist schon merkwürdig genug. Mythenmetzger in Manhattan. Rein in die Mystik, Freunde, wir sind da. Wann immer es etwas gibt, das vor der breiten Öffentlichkeit geheim gehalten wird, da entstehen automatisch Gerüchte und Theorien. Das ist bei dem Zustand meiner Unterhosen nicht anders als beim Vatikan. Und da im Zustand seiner Unterhosen wichtig? Besondere, was das geheime Vatikanarchiv betrifft. Aber hier muss man jetzt das erste Mal den Korrekturstift ansetzen. Ich habe ja 2019 schon darüber berichtet. In diesem Jahr wurde der Name des geheimen Vatikanarchivs geändert. Ganz offiziell heißt das Ding nämlich jetzt Vatikanisches Apostolisches Privatarchiv. Ach krass, das hieß mal Vatikanisches Geheimarchiv und jetzt heißt das so crazy. An dem Zustand aber nichts ändert, dass dort niemand hinein darf, beziehungsweise nur akribisch ausgewählte Personen. Und das sind eben akkreditierte Wissenschaftler mit gutem Leumund, die auf Universitäten unterrichten. Also meist Theologen, Archäologen oder eben namhafte Wissenschaftler anderer Fakultäten. Privatleute oder, ich sag jetzt mal, wie der Vatikan es sagt, Hobbywissenschaftler. Also nur die auch lernen aktuell oder was? Können wir nicht mal einen Ganser da reinschicken als Historiker? Das würde mich mal interessieren. Der wäre doch ein super Kandidat, um da mal ein bisschen rumzuschnüffeln. Forscher haben dort keinen Zutritt. Aber selbst diese Wissenschaftler dürfen dort nicht durch die Gänge laufen und sich hier und da mal ein Buch aus dem Regal nehmen. Da hat der Vatikan ein ganz anderes, wirklich tolles System entworfen. Jeder dieser Wissenschaftler darf sich 3 Aktenordner bzw. 3 Bücher pro Tag geben lassen. Da es aber zum Beispiel bezüglich der Ordner keinerlei Auflistung gibt, was sich darin befindet, kann der Wissenschaftler sagen, ich hätte gerne den Ordner 52, aber der wird vorher nicht wissen, worum es in diesem Ordner geht. What the fuck? Also miese Recherche geht da gar nicht. Du kannst nur 3 Ordner und du weißt auch nicht, was in den Ordnern drin ist. Ja, gib mir mal den und den und den. Und dann darfst du einfach, guckst du einfach rein und dann, vielleicht ist es Bullshit und vielleicht ist es so, krass.
Das heißt, eine gezielte Suche in diesem Archiv ist nicht möglich. Oder mit anderen Worten, ein Wissenschaftler kann dort 10 Jahre lang jeden Tag hingehen und findet nichts von Interesse. Krass. Aber merket auf, der Vatikan hat das Recht, jedem Wissenschaftler seine Akkreditation zu entziehen. Zum Beispiel, wenn der irgendetwas entdeckt, was von großem Interesse ist, aber dem Vatikan nicht so richtig gefällt. Und generell ist das Anfertigen jeglicher Kopien, sei es jetzt von mir aus auf einem Kopiergerät oder mit der Kamera des Handys, strengstens verboten. Das heißt also, wenn irgendjemand dort etwas Weltbewegendes entdecken würde, hätte er keinen Beleg dafür. Ja, das ist... Was für eine Scheiße, Digga! Was ist das denn? Transparenz à la Vatikan. Aber ich denke, wir fangen einmal ganz vorne an mit der Frage, warum stehen diese ganzen Bücher überhaupt im Vatikan, beziehungsweise im geheimen oder privaten Archiv tief unter der Erde? Und die Regale dort, worin die Bücher dicht an dicht stehen, haben eine Länge von 13 Kilometern. 13 Kilometer, Digga, ist dein Ernst? Und warum dürfen die diese ganzen Quellen überhaupt haben und wo kommen die her eigentlich auch, die Quellen, also die Bücher und so? Also nicht am Stück, sondern die ganzen einzelnen Regale zusammengemessen ergeben eine Länge von 13 Kilometern. Das ist eine bekannte, vom Vatikan herausgegebene Tatsache. Aber das zeigt eben auch in etwas... Ich will gar nicht wissen, was für komische Infos da alle drin sind, ne? Sag ich dir ehrlich, ey, ich kann mir das... Entweder ist es nur so ein Mythos und man denkt nur, dass es voll krass ist, oder die haben halt wirklich die heftigsten Informationen da unten. Die Alexandria-Bibliothek ist damals abgebrannt angeblich, ne? Vielleicht haben die auch sogar da von da noch irgendwelche Funde oder so, weißt du? Ich bin mir fast sicher, dass da unten auf jeden Fall schon, da gibt es bestimmt krasse Informationen, die uns vorenthalten werden und die auch nicht rausgegeben werden, auch nicht, wenn du als Wissenschaftler zufällig dieses Buch pickst. So. Da gibt es bestimmt ein paar Gänge oder ein paar, weiß ich nicht, ein paar Schränke oder so, wo Bücher drinstehen, wo keiner ran darf, weißt du? Wo die Dimensionen, mit denen man es da zu tun hat, dort unten lagern nach Angaben des Vatikans ca. 2 Millionen Bücher. Aber das war nicht immer so. In früheren Zeiten wurde das Ganze etwas anders gehandhabt. Und mit früheren Zeiten, da meine ich ganz, ganz frühere Zeiten. Denn schon im 1. Jahrhundert nach Christus hat die Kirche damit angefangen, ihre Tätigkeiten niederzuschreiben. Diese Aufzeichnungen, die wurden dann irgendwann an denjenigen übergeben, der gerade Papst war. Krass. Und dem oblag dann auch die Verantwortung für all diese Aufzeichnungen. Das hatte zur Folge, dass diese ganzen Berichte und Schreiben ständig mit dem Papst herumreisten. Denn er konnte sie ja nirgendwo liegen lassen und er hatte die Verantwortung und musste halt diese Schreiben immer mit sich führen, was mit der Zeit dann sehr viel wurde. Verstarb so ein Papst, dann wurden diese Bücher halt an den Nachfolgepapst weitergegeben. Die haben ja auch schon mal die Geschichte umgeschrieben, ne? Das haben wir auch schon mal irgendwo gesehen, dass sie die Geschichte umgeschrieben haben teilweise und da Dinge behauptet haben, die nie so stattgefunden haben. Also die haben so eine Macht, die haben so eine Power bis heute. Weißt du, wie viel Geld die auch haben? Die sind, das ist unfassbar, das ist eigentlich krank. Das dürfte eigentlich gar nicht so sein. Und das soll angeblich was Religiöses sein. Das ist ein Business geworden. Das hat mit Religion und mit Gott und mit diesen ganzen Sachen nichts zu tun, meiner Meinung nach. Reines Wirtschaftsunternehmen. Und ich schätze einmal, es dürfte euch nicht entgangen sein, dass die Kirche dann gewachsen ist. Und je größer sie wurde, desto mehr Aufzeichnungen gab es und die mussten alle untergebracht werden. Und irgendwann war es eben nicht mehr möglich, mit diesen ganzen Aufzeichnungen herumzureisen. Es musste also ein Ort her, wo man das alles lagern konnte. Es wurden dann Archive gegründet, wo man diese Unterlagen aufbewahren konnte. Eines davon zum Beispiel im Petersdom. 1404 wurde dann der Vatikan plündert und die ganzen Bücher, die man in dem Archiv fand, die wurden zerrissen, verbrannt, auf die Straße geschmissen, also die wurden zerstört, tausende Bücher oder Unterlagen. Wertvolle Schriften sind dabei verloren gegangen. Und natürlich stellte man sich dann die Frage, was kann man tun, damit so etwas nicht noch einmal passiert. Es musste also ein sicherer Ort her, wo man diese ganzen Schriften aufbewahren konnte.
1612 ordnete dann Papst Paul V. an, man möge alle Schriften der Kirche sammeln und an einem sicheren Ort unterhalb des Vatikans verwahren. Ja, und seitdem wird dort gesammelt und gehortet, was das Zeug hergibt. Das hier ist mal eines der wenigen Originalbilder aus dem jetzt privaten Vatikanarchiv. So sieht es da unten aus und ihr seht, der Gang geht ganz schön weit nach hinten und dann gehen genauso lang noch einmal nach links und rechts diese Gänge ab, voll mit Regalen und so kommen diese 13 Kilometer Regallänge zusammen. Man kann ein bisschen schneller machen, wa? Wie ihr auch sehen könnt, die ganzen Bücher, die stehen da nicht im Original einfach so herum, sondern die sind in so Stoffordner eingebunden, die diese Bücher schützen sollen. Es gibt dort eine große Anlage, die für die richtige Luft und Temperatur in diesem Archiv sorgt, damit auch ja nichts zerstört wird. Dort unten lagern zum Beispiel neben den kirchlichen Niederschriften auch Schriften über alle wichtigen Ereignisse der Menschheit. Der Vatikan hat natürlich einiges von dem preisgegeben, was dort unten gelagert wird. Und im Prinzip sind es Dinge, die eigentlich der Menschheit gehören und nicht dem Vatikan. So. Sind zum Beispiel Briefe, in denen Anweisungen stehen von Päpsten, von Königen, von Adligen, die die Weltgeschichte verändert haben. Oder man findet dort alle Protokolle, die bei den Verhören von, in Anführungsstrichen, Hexen gemacht wurden und der Urteilsverkündungen. Ebenso wird dort unten die Vereinbarung des damaligen Papstes mit Spanien und Portugal gelagert, bei der die Welt zwischen diesen beiden Ländern aufgeteilt wurde. Das waren seinerzeit ja die beiden großen Entdecker- und Seefahrernationen. Sicher durften von diesen Schriften von renommierten Historikern dann Kopien angefertigt werden. Aber wie gesagt, eigentlich gehört das, was dort lagert, in ein Museum für alle Menschen. Dieses Archiv, das ist so groß, dass erst im Jahre 2001 die Protokolle der Verhandlungen und Anklagen gegen die Tempelritter entdeckt wurden. Zu dieser Zeit hat es bei der Einlagerung dieser Protokolle irgendwie einen Fehler gegeben, sodass die in diesem riesigen Archiv jahrhundertelang nicht entdeckt wurden. Einen Fehler. Mann, wer weiß, was die auch noch umgeschrieben haben dann und so, ne? Also ihr seht, es könnten dort durchaus noch Dinge lagern, von denen der Vatikan selbst nichts weiß. Und es werden dort auch die immer wieder viel zitierten satanischen Schriften gelagert. Passt ja zum Vatikan. Die satanischen Schriften, wa? Das sind eben Bücher der letzten Jahrhunderte, die sozusagen von der Gegenseite der Kirche verfasst wurden. Das sind Bücher mit der Beschreibung von Ritualen und Beschwörungsformeln. Jahrhunderte alt und angeblich wirksam. Es gibt dort riesige Wälzerbücher, die sich nur mit Dämonologie befassen. Welche Dämonen es geben soll, wie man sie bekämpft oder eben auch, wie man sie herbeiruft. Ach nee. Schön im Vatikan unten gelagert, wa? Problem bei diesen ganzen Büchern ist eben, dass sie niemand zu sehen bekommt. Hier und da durfte dann auch mal jemand sicher in diese Bücher hineinschauen, aber eben nicht das Gesamtwerk an sich nehmen und betrachten. Und diese Bücher sind auch für die Wissenschaftler, die ansonsten diese Bücher dort einsehen dürfen, tabu. Denn die Sorge des Vatikans, dass diese Bücher in falsche Hände gelangen könnten, die ist groß. Aber kommen wir auch einmal zu diesen Schriften, die sich dort angeblich befinden sollen. Zum Beispiel ein Evangelium, geschrieben von Jesus selbst. Okay. Andere Evangelien aus dem Umfeld von Jesus, die der Öffentlichkeit unbekannt sind. Das Ganze geht dann sehr weit bis dahin, dass es nachweislich Kontakte zwischen dem Vatikan und Aliens gegeben haben soll. Und dass es da irgendwie... welche Abkommen und Verträge gibt. Im Prinzip ist es so, und das ist wirklich so, wenn man recherchiert, dass aus jedem Bereich von Mythen, Mystery oder paranormalen Dingen behauptet wird, dass es irgendetwas dazu im geheimen Archiv des Vatikans gibt. Ja, wird immer erwähnt. Aber dort sollen noch ganz andere Dinge lagern. Es gibt ebenso Gerüchte darüber, dass unten in diesem Archiv in einem separaten Raum Dinge aufbewahrt werden, die direkt mit Jesus Christus zu tun haben. Bundeslade in Man, Alter. Ich habe auch mal gehört, wie ist es bei Da Vinci Code, ist doch da die ist nicht das im Vatikan, wo dann so ein Stammbaum ist? War das nicht im Vatikan? So ein Stammbaum von dem Bruder? Dass er auch angeblich irgendwelche Kinder noch hatte und so? Die haben ganz viele Statuen aus Ägypten gesneakt. Ja, safe. Und aus Afrika bestimmt auch voll die Sachen. Das Kreuz, an dem er gekreuzigt wurde, die Dornenkrone, der Heilige Gral und sein Gewand. Aber auch, und das hat jetzt nicht mit Jesus direkt zu tun, die Bundeslade. Also alles Gegenstände, wonach die Menschen seit Jahrhunderten vergeblich suchen.
Jetzt möchte ich eine Sache schildern, obwohl ich darüber schon einmal ein eigenes Video gemacht habe, die aber unbedingt dazugehört, wenn man über dieses Archiv spricht. Dabei geht es um den Chronovisor oder Chronovisor, je nachdem, wie man es denn aussprechen möchte. 1972, da erschien in einer italienischen Zeitung ein Artikel mit der Überschrift »Endlich wurde eine Maschine erfunden, mit der man die Vergangenheit sehen kann«. In diesem Artikel, da ging es um einen katholischen Priester. Sein Name war Pater Pellegrini Ernetti. Und der berichtete über etwas Unglaubliches. Er sagt, im Vatikan gäbe es eine Maschine, mit der man in die Vergangenheit sehen und hören könnte. Und das... ...ganze wäre im Vatikanarchiv versteckt. Das Ganze sei keine Zeitmaschine im eigentlichen Sinne, mit der man dann in die Vergangenheit reisen könnte, sondern es sei eine Maschine, die in der Lage wäre, die vorhandenen Energien vergangener Momente, Tage, Stunden, Sekunden, die einfach erhalten blieben, zu erfassen und zusammenzufügen. Und dadurch könnte man auf einem Monitor Bilder aus der Vergangenheit sehen. So in etwa muss man sich das vorstellen. What the fuck? Und Pellegrini behauptete, dass er mit der Bedienung dieses Gerätes betraut. Wer glaubt das eins in den Chat? War, um im Namen des Vatikans in seinem Auftrag halt die Vergangenheit zu beobachten und zu schildern. Und er behauptete, er hätte die letzten Tage von Jesus beobachtet. Ja, sogar ein Bild seiner Kreuzigung hätte er gemacht. Hier könnt ihr mal ein Bild sehen, das als mit diesem Gerät gemacht veröffentlicht wurde. Oder dieses Bild hier, das das Antlitz Jesus zeigen soll während der Kreuzigung. Das ist jetzt aus einer Kopie der Zeitschrift, deshalb ist das... Stop the cap! Wie man hier deutlich sieht, ebenso schwarz-weiß kopiert. Aber angeblich ist es Jesus während der Kreuzigung. Obwohl diese Geschichte... Ja, nee, ist klar, Digi. ...der damals Riesenwellen schlug, hat sich der Vatikan dazu nie geäußert. Aber 16 Jahre später, im Jahr 1988, da hätte der Vatikan dann angeblich ein Dekret erlassen. Und darin hieß es, dass jeder, der ein Gerät benutzt oder eine Maschine, mit der man in die Vergangenheit reisen oder schauen kann, exkommuniziert wird. Da diese Anweisung des Vatikans wirklich aus heiterem Himmel kam, ohne jeden Zusammenhang, what the fuck? Gingen die, die sich mit dieser Sache beschäftigt hatten, davon aus, dass das Ganze auf den Chronovisor zurückzuführen ist. Und die sahen es dann als Bestätigung dafür, schon suspicious bisschen, ne? Dass es wirklich so ein Gerät im Vatikanarchiv gibt. Denn auch als diese Geschichte 1972 hochkochte, hat der Vatikan die Existenz nie geleugnet. Er hat sich gar nicht dazu geäußert, bis dann 1988 dieses Dekret erlassen wurde. So, und jetzt kommen wir mal zur Aufklärung dieser Geschichte. Im Prinzip kann da jeder von halten, was er möchte. Das ist ja soweit klar. Tatsache ist aber, dass diese Bilder, die veröffentlicht wurden in dieser Zeitung und angeblich aus dem Chronovisor stammen sollten, in Wirklichkeit Bilder von Gemälden sind. Also sowohl das Bild, das dort Jesus mit Petrus zeigt, die im Gespräch sind, wie auch dieses Bild, das angeblich Jesus Antlitz beim Kreuzigungsvorgang zeigt. Und dieses Dekret, in dem der Vatikan... Das ist eh alles, Mann. Auch diese Bilder, die heutzutage von Jesus gemacht werden, so, das sind eben meiner Meinung nach so... Wenn es Jesus gab, dann sah der ein bisschen anders aus, bro. War ein Arab, Digga. Dunkel auch. Vielleicht sogar schwarz. So weit gehe ich. Diesen europäischen Jesus mit dieser komischen braunen Augen und gerade Nase und so, bro, das ist alles... Das ist nur... Ich will da gar nicht reingehen, komm, scheiß drauf. Menschen, die eine Zeitmaschine benutzen, mit Exkommunizierung droht. Aber ich zumindest... bei intensiver Suche nicht finden können. Also es gibt da keinen Beleg. Ja, das sind so diese Lücken in der Geschichte, denn letztendlich gibt es nicht einen einzigen Beweis dafür, dass diese Maschine jemals existiert hat. Und so ist es eben mit all den Dingen, die damit beginnen. Angeblich soll der Vatikan im Vatikanarchiv und so weiter und so fort. Es gibt für all das keine Beweise. Es gibt Bücher, da haben Leute über das Vatikanarchiv geschrieben, und die wussten dann von irgendjemandem etwas, der da mal drin war oder der da mal gearbeitet hat. Ja, das ist immer so, wenn du über die Vatikanarchiv, wenn du davon hörst, das ist dann immer so ein auf, ja, ich habe gehört und der war mal da gewesen und dies war mal da. Das ist halt ein Riesenmysterium, ne, dieses Archiv. Aber wenn man dann mal genau nachhakt, was da so erzählt wird, und letztendlich wird es ja auch in den Büchern dann so beschrieben. Miese Verschwörungstheorien darüber auch, weißt du? Vielleicht ist das auch gar nicht so wild, wie die meisten Leute denken. Also es ist schon wild. Also alleine, dass da so viele Dinge drin lagern, die die ganze gesamte Menschheitsgeschichte
erzählt, aber auch die uns alle was angeht, so, weißt du? Das ist schon eigentlich eine Riesensauerei, dass das überhaupt geht. Dass so ein satanisch angeblich christliches Haus da, oder das Oberhaupt vom Christentum oder vom Katholizismus, das Recht dazu hat, diese ganzen Sachen da zu lagern und reinzulassen, wen die wollen. Da merkst du auch, dass wir eigentlich alle einen Scheißdreck wert sind in deren Augen. So. Ach, ihr dummes Fußvolk, ihr habt doch eh keine Ahnung. Es hat doch auch euch gar nichts anzugehen, wie die wahre Menschheitsgeschichte aussieht. Oder was wir da damals gemacht haben, so. Portugal, Spanien, Welt übernommen. Weiß ich nicht. Nachfahren von Jesus oder was auch immer. Also, es geht euch alles gar nichts an, ihr Idioten. So. Hier TikTok, bisschen Pornos gucken und Kopf zu machen. So ein Ding ist es. Gibt es auch dafür keinerlei Belege. Aus diesem Archiv kommt nichts nach außen. Ich frage mich allerdings auch, wie große TV-Sender mit diesem Thema so umgehen. Und da stellt sich mir die Frage, ob die so ahnungslos sind oder ob die einfach die Leute für dumm verkaufen wollen. Ein großer deutscher Privatsender, der eine Sendung namens Galileo ausstrahlt, manche nennen sie auch die Sendung mit der Maus für Erwachsene, hat einen Bericht gebracht und die Ansage in diesem Bericht war, das streng geheime Vatikanarchiv, keiner darf rein, aber für uns hat das Archiv die Türen geöffnet. Vorher gab es dann noch die Information, dass in dem Vatikanarchiv ca. 2 Millionen Bücher gehortet werden, was im Übrigen noch stimmt. Und dann seht ihr den Reporter dort rumlaufen, wo er ihn gerade seht. Nette, kleine, hübsche Regale. Das ist nicht das Archiv. Ein schön erleuchteter Raum. Und wenn ihr mal links oben hinschaut, da seht ihr auch noch, wie das Tageslicht durchs Fenster dringt. Zwar sagt dieser Reporter noch, dass sich dann die ganz super teuren Bücher, die mehrere Millionen Euro wert sind, irgendwo in einem geheimen Raum befinden. Aber es wird so getan, als ob das, was man dort sieht, das Vatikanarchiv wäre. Mal ebenso. So werden wir verarscht, Freunde. So ein paar kleinen Regalen da. Und das ist halt mega Unsinn, was da erzählt wird. Das Vatikanarchiv, das liegt eindeutig unterirdisch. Das wurde ja mit Absicht so gemacht, nachdem der Vatikan geplündert wurde. Und da stehen die Bücher auch nicht so lustig im Regal rum. Ich schwör's dir, Dicke. Das war eine kleine Bibliothek irgendwo im Vatikan, aber nicht das wahre Archiv. Krass, ne? Und dann machen die auf ProSieben bei Galileo, verkaufen die dann den Leuten hier, ich bin im Vatikanarchiv. Alter. Als ob wir einfach irgendwelche dummen Idioten sind, die nichts hinterfragen, ne? Eben gezeigt, die befinden sich allesamt, wie ihr hier sehen könnt, in so Schutzumschlägen, so Ordnern, damit da auch nichts drankommt. Die sind teilweise ja ungefähr 1000 Jahre alt, diese Bücher, und die stehen da bestimmt nicht irgendwo oben in einem Holzregal rum. Aber das ist eben das Problem mit dem Vatikanarchiv. Man weiß eben so gut wie gar nichts darüber, und das liegt an dieser strikten Geheimhaltung des Vatikans. Und so kann man im Prinzip jeden Bericht machen, den man möchte, und selbst wenn es oben gefilmt wird, in der Bibliothek, da war der junge Mann nämlich und nicht im Archiv, kann man dann erzählen, dass es das geheime Vatikanarchiv ist. Und wenn man sich da vorher nicht so ein bisschen mit beschäftigt hat, dann glaubt man das Ganze eben. Safe. Und ja, liebe Mythengemeinde, ich weiß. Ich glaube dir nicht, Blocks. Es gibt den oder den YouTuber, der ganz tolle Informationen über das Vatikanarchiv hat. Oder welche Autoren, die da ganz tolle Informationen haben. Aber macht euch einmal Gedanken darüber. Bei der Art und Weise, wie der Vatikan mit diesem Archiv umgeht. Selbst akkreditierte Wissenschaftler dürfen dann nicht ohne Aufpasser irgendetwas machen. Ob da dann irgendjemand wirklich etwas weiß, was gar kein anderer weiß, irgendwelche geheimen Informationen hat, die sonst keiner kennt. Ich bin da wirklich extrem skeptisch. Das ist jetzt kein Mythos und nicht. Nee, ich auch, safe. Unheimliches, aber diese Geheimhaltung des Vatikans, die verhindert einfach, dass dort irgendwelche Dinge nach außen dringen, die dann irgendjemand hat, der darüber ein Buch schreibt. Ja, das ist nur so ein Gedankengang von mir. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass bei der Art und Weise, wie der Vatikan da handelt, irgendjemand Belege für irgendetwas hat, dass dort wirklich gelagert wird, was aber... Nee, glaube ich auch nicht. Ganz geheim bleiben. Das sind halt irgendwelche Schwurbler, die auf krass machen wollen. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu steht oder überhaupt zu dieser ganzen Sache mit diesem Vatikanarchiv. Ja, mein Lieb. Ist eine wilde Sache, Digga. Die haben nicht das Recht, meiner Meinung nach, da so viele Informationen, die die Menschheit angeht, zu lagern. Das ist meine persönliche Meinung. Menschenskinder, jetzt brauche ich aber mal eine Runde Entspannung. Dann geht doch mal zu dem Kanal, bei dem ich mitwirke. Deep Brainwave, da gibt's ein neues... Ich küsse dein Herz, Digga. Bester Mann. Mythenmetzger, Inman, Alter. War interessant gewesen, sag ich dir ehrlich. Ne? Chat, schreibt mal eure Gedanken dazu gerne unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch, Community. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace out. Ciao, ciao. Wir sind raus.
Gang.